Rocket Beans TV lädt regelmäßig externe Talente zu ihren großen Events ein. Damit diese auch sicher bei der Show ankommen, schnappt sich Krogi, das bin ich, sein Talenttaxi, düst los und holt die Freunde des Hauses vom Hotel ab. Die gesamte Fahrt wird im Livestream übertragen und neben Interviews und lockeren Talks ist während der Fahrt immer mit allerlei Schabernack und Überraschungen zu rechnen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten dabei einen Blick hinter die Kulissen und erfahren, wie sich die Gäste vor einem Event fühlen. Das Ganze powered by GTÜ. Krogis Talenttaxi heißt das hier. Ja. Okay. Präsentiert von unseren Mobilitätspartnern, der wunderbaren GTÜ, denn die bringen auch dein Auto wieder auf die Straße. Jetzt fragt ihr euch, GTÜ, was ist das denn? Ja? Kenn ich. Ich habe mehrere Kameraperspektiven. Man kann jetzt auch. Die Perspektive kommt mir bekannt vor. Ach, ihr wollt doch mal rein. Komm, wir fahren mal über den Rhein. Ja? Ja, schau mal. Das ist doch ein voll okayes alles Bild. Also. Super, suche nach Talent. Wenn ihr Talent habt, dann kommt doch zu den Rocket Beans. Kommt zu den Rocket Beans, Hammer. Oben, ja genau. Hallo! Ja geil, oder? Das ist ja wohl nur, das ist ja wohl nur Killer. Aber das ist ja übel. Natürlich. Das immer mehr wie die Serien, die ich meinte. 5 Jahre später denkst du halt auch so, boah, der Rückenschmerz. Na, komm, ab nach vorne, fahr. Ja. Soll ich jetzt wirklich losfahren? Nein, auf keinen Fall. Warum? Halt mal drehen, nein, ja. Ja, hi, ich bin der Jules. Neben mir ist die Tascha. Den da kennt ihr wahrscheinlich. Ich hab hier keine Powerphrase. Was? Das ist doch hier von GTÜ, GTVÜ. Ja, ja. Ist der bestellt, dann sind wir wieder da. Let's go. Heute rein. Es macht sehr viel Spaß, Auto zu fahren. Autofahren ist so geil. GTÜ ist nämlich der Mobilitätspartner. Der bringt uns sicher auf die Straße. Hat er denn die Kiste getunt hier oder was? Der hat mir. Ja, ja. Willst du König der Löwen noch eben sehen? 2 Stunden? Ja. Ehre und Stärke. Weißt du, uns gerätselt, ob du die Leute jetzt schon abgeholt hast. Ja. Ob du jetzt los hast geht, du die schon da? Electric Cowboy. Whoop, whoop, whoop. Das geht auf jeden Fall klar. Das geht auf jeden Fall gut klar. Warum hast du denn jetzt sowas? Ja, wir können natürlich. Alter, voll geil. Aber wir reden seit einer halben Stunde nur Dünnpfiff eigentlich. Also sorry, Leute. Das finden die Leute bei Twitch, zumindest die Leute, die meinen Kanal angucken. Die finden, wenn Scheiße gelabert wird, das finden die eins an. Das ist für mich immer ein absoluter Downer. She was a country girl looking for excitement. He was...